So, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu unserer kultigsten Teamveranstaltung, wenn ich das so sagen darf, unserem Online-Erfahrungsaustausch. Ja, die Veranstaltung dient natürlich dem Zweck, den Menschen, die es Bedarf haben, die es möchten, ja, Erfahrungen mitzugeben, die ja, sie vielleicht in die Lage versetzen, das ruhiger und geduldiger probieren zu können. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein, sagen wir mal, zumindest fundiertes Grundwissen über die Wirkungsweise der Produkte immer gut und wichtig und ja, auch vielfach gefragt und gewünscht. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute in dem Rahmen euch nochmal so einen Kurzüberblick zu geben. Es ist nie verkehrt, das zu hören und vor allen Dingen auch nicht das zu tun, nämlich das mal zu referieren. Und da haben wir hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und haben heute Abend für euch unsere Tina in die Pflicht genommen, das einfach mal zu tun. So, nichtsdestotrotz muss ich euch wie immer darauf hinweisen, dass das hier eine öffentliche Online-Veranstaltung ist, die aufgezeichnet wird und dann ja zum Zwecke, zu Schulungszwecken und zu Informationszwecken natürlich auch den Teampartnern und ihren Interessenten zur Verfügung gestellt wird. Bedenkt das bitte, wenn ihr sprecht und eure Bild öffentlich zeigt, dass ihr da auch aufgezeichnet werdet. Wenn ihr das nicht tut, dann wird man von euch nichts sehen und demzufolge auch nichts hören. Dann könnt ihr still und inkognito dabei sein und bleiben. Ansonsten denkt bitte auch an die rechtlichen Gegebenheiten. Wir dürfen alle keine Heilversprechen machen, keine Heilaussagen oder versprechen, dass irgendwas konkret mit irgendwas geheilt werden kann oder sonst wie sich verbessert. Aber was wir alle dürfen und möchten und auch schon lange tun, sind natürlich unsere persönlichen Erfahrungen frei zu erzählen. Das kann uns keiner nehmen. Und auch die bestätigt miterlebten Erfahrungen zu zitieren. Das ist alles kein Thema. Und davon zehren wir alle, und vor allen Dingen aber auch natürlich eure Interessenten oder die an den Produkten. Ja, insofern freue ich mich, wenn wir uns danach, nachdem uns die Tina so ein bisschen was nochmal grob über die Produkte erzählt, auch frei austauschen mit denjenigen, die da sind oder noch kommen, und ihr auch eure Erfahrungen, gute wie schlechte, die gehören immer dazu im Leben, ihr wisst das alle, oder auch den aktuellen Verlauf dann einfach mal zu berichten. Das wäre schön und würde mich freuen. Gut, ansonsten haben wir es soweit? Dann gebe ich mal an die Tina ab, die dann das Wort mal übernimmt und uns ein paar Sachen erzählt über die Produkte nochmal, wenn sie soweit ist. Jo, hallo und herzlich willkommen. Ihr kennt mich ja eigentlich alle, was ich jetzt gerade so sehe, die jetzt gerade mit live dabei sind. Ich bin die Tina, ich bin 54. Ich bin seit einem Jahr, jetzt wirklich im April ein Jahr dabei bei Lifearm. Bin durch den Andreas reingekommen. Ich bin reingekommen. Andreas hat mich angesprochen. Über die Gesundheit natürlich, wie es mir so geht. Mache ich auch gleich den Erfahrungsbericht zum Anfang von mir dazu. Bei mir wurde die Diagnose MS festgestellt oder nicht festgestellt. Es war Verdacht auf Multiple Sklerose. Ich musste mir aus dem Rückenmark Hirnwasser ziehen lassen. Da wurde festgestellt, es ist keine Multiple Sklerose. Es konnte mir aber auch kein Arzt weiterhelfen. Bei mir war die linke Hand immer bälzig, immer eingeschlafen. Ich konnte nichts mehr richtig fassen. Ich konnte nicht mehr richtig tragen, keine Flaschen, Gläser aufmachen und musste ja eigentlich 6 Jahre damit leben, weil, wie gesagt, kein Arzt konnte mir weiterhelfen. Ich musste Cortison nehmen, ein halbes Jahr. Es war der letzte Versuch, hieß es von den Ärzten. Hat natürlich außer etwas mehr Füllmenge an mir nichts gebracht. Also eigentlich alles nur verschlechtert. Ja, dann hat mir Andreas gesagt, probier das Ganze doch mal. Ich kannte Laminein vorher nicht oder Laminein und Co. Hab gesagt, okay, ich probiere das Ganze.
ja, was soll ich sagen? Meine Hand ist, als wäre nie irgendetwas gewesen. Alles ist weg. Alles ist einfach so, wie man sich's wünscht und wie es sein sollte. Ich hatte auch mindestens einmal im Monat wirklich ganz starke Migräne, wo ich nicht mal mehr laufen konnte. Habe ich seit einem Jahr nicht einmal mehr gehabt, komplett weg. Mein Schlaf ist total super geworden und ich bin um einiges fitter. Also ich muss täglich um 5 Uhr aufstehen. Ja, gehe auch meistens nicht vor 11:30 ins Bett, aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach richtig fit durch unser Leminein. Ja, dann ein Thema noch, was man nicht so gerne anspricht, wo eigentlich auch jeder schweigend drüber hinweggeht. Ich hatte ein Problem mit meiner Blase. Meine Blase hat ab 250 Milliliter angefangen zu krampfen. Was passiert, wenn eine Blase krampft und sich alles zusammenzieht, könnt ihr euch vorstellen. Ist was ganz Schreckliches. Ich wurde alle 3/4 Jahr mit Botox gespritzt in die Blase. Damit war das weg. Hab aber jetzt so das ganze Jahr drüber nie nachgedacht, weil es war ja irgendwo weg und war dann schon längst über das 3/4 Jahr hinweg, wo ich eigentlich wieder Botox kriegen müsste und habe gemerkt, ich brauche kein Botox mehr. Alles ist wieder gut. Also auch meine Blase hat sich regeneriert, kann man sagen. Also das zeigt auch, dass Leminein gut auf die Nerven wirkt, weil wenn die Blase sich zusammenzwickt, dann hat es ja mit den Nerven zu tun, die das einfach nicht wollen und dann eben verkrampfen. Also alles wunderbar, hat super geklappt. Und ist natürlich ein Stück Lebensqualität dazu gekommen, wo einfach unbeschreiblich ist. Wenn man das mal gehabt hat und es wieder weg ist, weiß man, wie ein normaler Mensch sich fühlt. Okay, ich mache jetzt mal eine Bildschirmübertragung. So, ich hoffe, ihr seht. Linken heißt ja. Okay. Okay. Wir sehen hier die Tochter von unserer Jacqueline, unserer Heilpraktikerin. Die hatte einen richtigen kreisrunden Haarausfall. Jacqueline hat mit ihrer Tochter alles Mögliche probiert, nichts hat geholfen. Und auf der, also von mir rechten Seite, müsste glaube ich bei euch auch rechte Seite dann sein, sieht man die Haare sind wieder nachgewachsen. Nach 3 Wochen Leminein kam wirklich der Flaum zurück und die Haare sind danach wieder voll da gewesen. Ja, was sind Stammzellen? Stammzellen sind pluripotente Zellen. Pluripotente Zellen heißt, sie haben die Fähigkeit, sich im Organismus wieder zu entwickeln. Es beginnt eine Differenzierung der Stammzellen und kann eine Stammzelle kann wirklich oder eine Zelle kann wirklich zu jeder anderen Zelle wieder werden. Eine Nervenzelle, Leberzelle, Blutzelle, Knochenzelle. Also jede Zelle und der Mensch besteht ja komplett aus Zellen. Es kann alles in uns wiederkommen. Adulte Stammzellen sind zum großen Teil inaktiv. Die adulten Stammzellen haben wir ab circa 22, da schlafen die so ein bisschen ein und wollen nicht mehr so richtig. Und sie werden dann angestoßen durch FGF2 und 22 Aminosäuren, das Ganze wieder aufstehen zu lassen und wieder, dass alles wieder in die Gänge kommt. Die Stammzellen teilen sich, ist aber, glaube ich, schon auf der nächsten Zeile, genau. Also es ist, wie es auch schon da steht, die Stammzellen sind quasi ein unerschöpflicher Pool für neue, gesunde Zellen und können sich in fast alle Zelltypen differenzieren. Differenzieren heißt, die Stammzelle teilt sich, die eine Stammzelle vermehrt sich, also aus einer werden wieder 2, daraus werden 4, 6, 8 und so weiter. Also es kommt jede Menge Stammzellen wieder nach, was auch ganz wichtig ist. Und die andere Stammzelle oder die andere Zelle
bildet sich genau in das aus, was in unserem Körper die Baustelle ist, was einfach kaputt ist. Da fängt es an und es kommt wieder die richtige Stammzelle, die dafür auch da sein muss. Ja, dann die Stammzellen werden durch FGF2, Fibroblastenwachstumsfaktor, aktiviert und können überall im Körper reparieren. Die gesunden neuen Zellen ersetzen die kranken und bringen ihr Baumaterial in Form von 22 Aminosäuren direkt mit. Das ist auch ganz wichtig. Zellen bestehen aus Aminosäuren und wir wissen nie, wie viel Aminosäuren hat der Mensch im Körper oder jeder einzelne Mensch, hat ja jeder verschieden. Und das ist das Tolle an Laminine. In Laminine sind die 22 Aminosäuren mit. Und somit heißt auch, wie in dem Satz, das Baumaterial für die neuen Zellen wird praktisch gleich mitgebracht. So. Dann, wozu? Moment, ich muss da mal kurz. Wozu braucht man Stammzellen? Ja, ist praktisch, dass alles wieder neu, alles wieder in die Gänge kommt. Der ganze Körper besteht aus Stammzellen und aus Zellen. Und es werden oder es können sehr viele Krankheiten damit eben wieder regeneriert werden, wieder alles so kommen, wie es im Normalfall eben sein sollen. Autoimmunerkrankungen wie MS, Arthritis, also da ist wirklich der Verlauf von Laminine ganz toll, haben wir auch ganz tolle Erfahrungsberichte. Es können Knorpelzellen angeregt werden, die auch gerade Arthrose sehr gut verbessern. Dann, also im Prinzip, es ist einfach alles, was auch ganz wichtig ist. Gehen wir nochmal hier runter. Es ist praktisch das Signalprotein für die Stammzellen. Wir sagen auch ganz gern die Jokerzellen dazu, weil es eben zu jeder Zelle werden kann. Es unterstützt die Regeneration der Neubildung von Gefäßen. Es ist ein Adaptogen, das heißt optimiert den Stress, die Stressantwort des Körpers auf seelischen Stress. Liegt am Cortisonspiegel. Der Stress, also durch den Stress steigt ja der Cortisonspiegel. Und dadurch kommen Ängste, gehobene Stimmung und es erhöht die Resilienz und schützt vor stressbedingten Erkrankungen. Wichtig zu wissen, also das habe ich schon gesagt, dass die 22 Aminosäuren eben dabei sind, ist auch was ganz Wichtiges. Resilienz, weiß vielleicht nicht jeder, was es heißt. Das bedeutet, es ist die Fähigkeit, mit Stress umgehen zu können. Und das wird wirklich durch Laminine absolut hochgehoben und verbessert, dass man einfach ruhiger wird, alles viel lockerer sieht. Das ist also ein richtig, richtig guter Effekt davon. Und wichtig ist einfach, dass der Cortisonspiegel dadurch gesenkt wird. So, kleinen Moment, ich brauche einen Schluck. So, dann haben wir unser Digestive. Digestive kombiniert die Probiotika mit Verdauungsenzymen, entlastet damit den Darm sofort, stabilisiert das Immunsystem bei Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, verbessert die Verdauung und die Verwertung von Nährstoffe, sollte daher 20 Minuten vor allen anderen, also vor Laminine oder allen anderen Produkten genommen werden. Menschen, die chronische Probleme mit dem Darm haben, Reizdarm, geschwächte Bauchspeicheldrüse, denen mangelt es an Verdauungsenzymen. Und wenn jetzt Digestive eben dazukommt, die das Verdauungsenzym schon mitbringen, dann lastet es den Magen-Darm-Trakt und sofort merkt der Mensch eine Verbesserung. Außerdem stabilisiert es das Immunsystem bei Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten.
Dadurch wird auch das Leggy-Gut-Syndrom einfach verbessert. Leggy-Duct heißt geschädigter Darm. Der sogenannte durchlässige Darm ist das Leggy-Gut-Syndrom. Durchlässig heißt, wir haben ja alle Zotten im Darm und diese Zotten werden von Zeit zu, also bekommen Löcher im Darm eben, also in die Zotten, die gehen immer weiter und da geht Essen durch, was eigentlich nicht durch soll und gelangt ins Blut, was es nicht soll. Und durch Digestive werden diese Zotten auch wieder angeregt, sich wieder zu vermehren und dichter zu werden. So, dann kommen wir. Alex, wolltest du was dazu sagen? Weil du Nein, alles gut. Okay, dann unser Omega Plus 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 ist immer ganz wichtig, dass man wirklich dreimal das Plus, weil das unterscheidet einfach auch von allen anderen Omegas. Es ist das einzig bekannte natürliche Produkt, das Entzündungen im Körper nachweislich reduziert. Das heißt, es wird immer dann eingesetzt, wenn wir Entzündungen im Körper haben. Bei Rheuma, bei Schlafstörungen hat keine Entzündung. Bei Autoimmunerkrankungen ist es ja auch immer ganz oft, dass es mit Entzündungen zu tun hat. Es senkt die Blutwerte und den Bluthochdruck, vorbeugen gegen altersbedingte Herz- und Kreislauferkrankungen. Omega Plus 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 enthält auch unser FGF2. Und aktiviert damit auch die Stammzellen und beinhaltet auch K2 und unser Q10, was auch wichtig ist für kräftige Knochen und saubere Arterien. Also es spült praktisch richtig durch und ist eine ganz wunderbare, tolle Ergänzung zu Leminein. Ja, und natürlich für alle entzündlichen Prozesse ist es wirklich nachweisbar, das Beste, was man sich selbst antun kann. Immune. Immune steigert die Körperabwehr durch natürliches Vitamin C. Es sind unsere drei Heilpilze drinnen, die auch in der chinesischen Medizin angewandt werden. Reishi, Mataige und Turkey-Tail Mushrooms. Es erhöht die Immunität gegen Viren, Bakterien und Parasiten. Die Heilpilze helfen sehr gut, begleiten bei Krebserkrankungen. Genau dafür wird es auch in der chinesischen Medizin angewandt und hat eine gute Unterstützung in den dunklen und virenverseuchten kalten Jahreszeit, also zur Winterszeit. Ist aber genauso, wenn man im Sommer merkt, der Hals tut weh und man nimmt dann einfach Immune dazu, kann auch mal mehr nehmen, dann ist es eigentlich sofort wieder weg. Also es stärkt einfach unser komplettes Immunsystem. Habe ich schon alle drei? Ja, habe ich. Gut, jetzt geht es nicht hoch. So, eins noch. So, was kann Laminine bewirken? Haben wir ja jetzt schon einiges gesagt. Es kann verbessern bei allen degenerativen Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen werden sehr oft richtig positiv damit beeinflusst. Schmerzen werden oft verbessert. Der Schlaf verbessert sich ganz deutlich. Man ist ausgeruhter, also eben auch fitter. Es kann zur schnelleren und besseren Wundheilung kommen. Das Hautbild regeneriert sich. Falten werden gemindert und Altersflecken können abschwächen. Da sehen wir jetzt nebendran auf dem Bild, wir haben auch noch unser Lamiderm. Es sind ja 5 Produkte und nicht nur 4. Lamiderm ist unser Konzentrat für die Haut von außen. Lamiderm ist von innen. Leminein ist von innen, Lamiderm von außen. Was bei Lamiderm auch ganz, ganz toll ist, man hat eine wirklich sehr schnelle Wundheilung. Auch wie ich es gerade schon gesagt habe, Altersflecken können gemindert werden. Da haben wir auch schon Erfahrungsberichte von einer Dame, die hat auf beiden Händen Altersflecken gehabt, hat eine Hand damit wirklich täglich früh und abends eingerieben und die Hand hat wirklich ganz anders ausgeschaut. Die Altersflecken sind
total verblasst. Also dafür hilft es wirklich auch ganz, ganz toll. Oder wenn man eben Wunden hat, geht es auch ganz schnell. Unser Andreas hat sogar schon brennende Augen gehabt und hat sich Lamiderm auch schon ins Auge. Auch dafür hilft es. Leminein kann ein gesundes Altern unterstützen und kann sehr vorbeugend für altersbedingte Demenz wirken. Durch die Senkung des Cortisolspiegels, haben wir ja auch schon gesagt, können sich stressbedingte Erkrankungen verbessern. Burnout, Depressionen, kann alles sich wesentlich verbessern dadurch. Ja, das war in kurzen Zügen auf die Schnelle mal eigentlich alles so durchgegangen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Gehe jetzt mal aus dem Bildschirmübertragung wieder raus. Genau, so. Dann wäre es natürlich toll, also ich weiß nicht, ob Alex du gleich wieder übernehmen möchtest oder ob ich euch vielleicht auffordern könnte, auch von euren Erfahrungsberichten, was ihr mit unseren Produkten schon alles erlebt habt, dass ihr auch mal was dazu sagt. Nicht alle auf einmal. Der gewohnte André, schön. Andrea, möchtest du was sagen? Ja, okay. Ich weiß noch gar nicht, ob ich zu hören bin. Doch. Ja, bist du. Also ganz kurz zu deinem Vortrag, das hast du wieder toll gemacht. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal bei Stress, das habe ich auch kurz im Chat geschrieben, hast du für mich hörbar von Cortison gesprochen, das heißt aber Cortisol. Und, ja, Cortisol, ja. Und eine zweite Sache, was mir aufgefallen ist, du sprichst wahrscheinlich ein bisschen schnell. Autoimmunerkrankungen klingen bei dir wie Autoimmunerkrankungen. Also so ein bisschen, wahrscheinlich verschluckst du das. Autoimmun, ich kann es. Sehr schön. Da kommt das Bayerische durch. Ja, das war, ich will hier auch nicht den Klugscheißer spielen, um Himmels Willen. Alles gut. Halt aufgefallen. Ja, ansonsten, ja, mit diesen Lamidermen habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich habe kürzlich Zahnfleisch so ein bisschen eine Wunde gehabt, noch wahrscheinlich in Folge von meiner Wurzelspitzenresektion. Und es hatte sich irgendwie ein bisschen aufgerieben. Da habe ich Lamidermen drauf geschmiert. Am nächsten Tag wurde es weg. Ansonsten mal so ein bisschen auch, also das hängt auch damit zusammen, dass ich zu dem Termin in Niederzölzheim auch nicht erscheinen konnte. Ich habe also im Moment wieder ziemliche Probleme mit der Luft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal sage ich mir dann, um jetzt auch mal das Negative zu erwähnen, warum fluckst du eigentlich das ganze Zeug? Aber ich denke mal, das ist jetzt einfach, das sind Umwelteinflüsse, Frühjahr, Pollen etc. pp. Ich werde da wahrscheinlich doch nochmal meinen Hausarzt aufsuchen und werde mich da mal beraten, weil ich habe richtig Atemnot im Moment, was natürlich sehr unangenehm ist. Sonst geht es mir super, also ja, ganz komisch. Aber wenn man einen Berg nicht mehr hochkommt, das ist blöd. Zumal, wenn man noch so jung ist wie ich, gerade mal 63. Ja, sonst fällt mir jetzt erst noch weiter nichts ein. Ich gebe zurück an dich, Tina. Okay, was mir jetzt gerade, wie ich dir zugehört habe, auch eingefallen ist, also ich war auch so ein typischer Verlierer mit Herpes. Ja, also an der Lippe konnte ich also wirklich fast alle zwei Monate habe ich mindestens mal ein Herpesbläschen gehabt oder im Urlaub. Wenn es zu heiß geworden ist, ist bei mir wirklich alles hier über der Lippe bis hoch in die Nase rein, war bei mir Herpesbefall, ist auch komplett weg. Es war nach circa 6 Wochen, also es war glaube ich schon mindestens, weil ich war total begeistert, kein Herpes mehr, alles weg. Und nach 6 Wochen hat es nochmal so richtig rausgehauen. Also habe ich 5-mal hintereinander, die eine war noch gar nicht weg, ist die nächste gekommen. Aber das ist ja auch so das Typische, was man eigentlich sagt. Da hat es den ganzen Dreck rausgehauen.
Und seitdem ist es auch komplett weg. Ja, das war jetzt aber, glaube ich, wirklich alles zu mir. Aber es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, die so, wo man gar nicht dran denkt und plötzlich fällt einem das auf, Mensch, das habe ich ja auch nicht mehr und das ist weg. Und das ist auch immer das, wo ich selber immer wieder jetzt noch nach einem Jahr überrascht bin, was einem plötzlich auffällt, was man einfach nicht mehr hat, was man mit unseren Produkten weggebracht hat. Ja, dann würde ich gerne das Wort weitergeben, wer noch was dazu sagen möchte. Also ich kann noch mal was erzählen, solange bis es jemand bereit erklären möchte. Und zwar von einem unserer neueren Anwender, sage ich jetzt mal, mit einem Problem, Polyneuropathie nennt sich das. Also es ist im Prinzip eine vielfältige Nervenerkrankung des Körpers, die halt zu, sage ich mal, zu Schmerzen und zu, ja, funktionellen Ausfällen führt, sage ich mal, ne? Da wissen viele Ärzte selber gar nicht, woran das liegt oder woher das kommt, aber die Betroffenen wissen natürlich sehr wohl, wie sich das anfühlt. Derjenige nimmt das jetzt gerade mal eine Woche, also aber die Komplettration, das heißt also die Powerhouse-Ration, sprich Lemonine 4 Stück und von den anderen Produkten jeweils 2, also fängt sozusagen richtig an. Und konnte zumindest bestätigen, wir haben heute mit ihm aktuell nochmal gesprochen, ich dachte eigentlich, er wäre da, aber offensichtlich nicht, vielleicht klappt es technisch bedingt nicht. Jedenfalls ein deutlicher Energiegewinn, also er hatte schon vorher Probleme damit, dass er sich also oft abgeschlagen gefühlt hat und gemerkt hat, wie sein Körper arbeitet und dass sein Schmerzempfinden auf jeden Fall schon besser ist, also seine Schmerzen, ne? Und dass die also deutlich besser geworden sind, weniger geworden sind. Und ja, bei ihm führt das halt auch immer gleich auch zu mehr, ja, Mobilität, Aktivität, ne? Und ich meine, das ist ja nun mal oftmals auch so der Kreislauf von solchen Erkrankungen, dass es zum Beispiel Bewegung einschränkt und das aber immer ein Teufelskreislauf ist, ne? Jemand, der sich nicht mehr bewegt irgendwann vor Krankheit, der wird auch nicht leichter wieder gesund. Ne? Also das ist dann schon besser, sich zu bewegen. Dann kommt man raus, kommt an die frische Luft und in die Sonne, ne? Und unter Menschen. Das ist schon viel wert. Ne? Und das ist für den Anfang für ihn ein deutlicher Gewinn gewesen. So seine Aussage. Zitat Ende. Ne? Also das schon mal so als kurzer Zwischenbericht von einem ganz Neuen. Ansonsten weiß ich, dass der Shandor auch hier ist. Shandor Becker. Der ist nämlich selber betroffen von dieser eben genannten Krankheit. Vielleicht möchte er selber noch mal was dazu sagen oder so einen aktuellen Stand geben. Shandor, klappt das? Hörst du mich? Hallo. Ja, es müsst ein bisschen lauter sprechen. Oder höre nur ich dich so leise? Oder ich bin so leise? Ja, du bist ziemlich leise. Ich weiß nicht, ob es, also wenn ich jetzt ganz laut stelle, höre ich dich. Ja? Ja. Ja, ihr müsst alle laut stellen, dann klappt's. Dann sprich mal laut und deutlich, dann können wir dich hören. Ja, ich weiß nicht, ob ich hörbar bin. Doch, jetzt klappt's. Okay. Mhm. Also Polyneuropathie, das habe ich selber, leider. Und es geht nicht so einfach weg. Aber Stabilität gibt der Lemonine, auf jeden Fall. Also gibt es Sachen, glaubt die gar nicht. Wenn ich eine Einkaufstüte leer in der Hand habe und das Wind hin und her schmeißt, also hin und her, und geht auf das Bein, also irgendwie stört der Gang, also der Gehstörungen, wohl, wie sollte ich sagen, da geht nicht mehr. Jetzt ist das weg. Das ist komplett. Also ich könnte mit einem leeren Karton von der zweiten Stockwerk nicht runtergehen auf den Erdgeschoss. Jetzt kann ich das. Und ohne was festzuhalten, zum Beispiel. Also Polyneuropathie. Hört ihr das? Ja, wir hören dich. Das klappt gut. Und wie ich gesagt habe, die Medikamente, was mir jahrelang vorgeschrieben ist, ist insgesamt, der ganze Werk ist 17 Stück.
da ist Herz, Rhythmusstörungen, Blutverdünnung, Blutfett, Cholesterin, also alles Mögliche, was ich reingestopft habe, sage ich mal. Natürlich ja. in der Hoffnung, dass es mir besser geht. Wahrscheinlich ist es besser geworden, aber nicht so, wie andere Möglichkeiten, wie die Ergänzungsmittel. Und daher habe ich mir, Entschuldigung, wegen der Sprache, manchmal ist das schwierig, da habe ich mich jetzt entschlossen, dass ich die kompletten Medikamente abschaffe und ich halte mich fest auf die Lemonade. Tut mir leid, dass ich so gesagt habe, aber ist das so einfach. Das ist wesentlich besser. Auch der Polyneuropathy ist wesentlich besser. Also ich habe nicht Heilungen, Besserungen, was die immer halten. Also es ist immer die besser. Die bleiben, meinst du, ne? Die da bleiben. Ja, die bleiben. Die endgültig da. Also ich muss weiter und weiter und weiter. Natürlich gibt es Zeiten, wo ich feststellen kann ich, dass ich einfach nichts merke oder nicht gemerkt habe. Es kann auch sein, weiß man nicht. Aber was am meisten stört, das merkt man immer. Und die sind noch da, aber alles anders ist wesentlich besser. Der letzte Kardiologe-Termin war das beste Beispiel dafür. Ich habe die Medikamente fast jetzt, 10. Monat habe ich angefangen, letztes Jahr. Also fast 6 Monate nehme ich kein Medikament, überhaupt nicht. Und rein Kardiologe in Linz, die haben festgestellt, dass das Herz nicht verschlechtert, und zwar stabil gewesen. Und der Kreislauf, wie heißt das mit dem Oxygenlieferung, wie heißt das? Na, jetzt weiß ich es nicht. Auf jeden Fall 99%, also 100% gibt es nicht, 99% von dem Blut her, der Oxygenlieferung ist besser. War 68, ja. Die Sauerstoffsättigung meinst du, ne? Des Blutes. Kann das sein? Was meinst du? Du meinst die Sauerstoffsättigung im Blut. Ja, schön. Ja? Ich wusste das, der Ausdruck nicht. Alles gut. Ja. Und das war 68% für mich. Und jetzt ist 99%. Und ich könnte auf der dritten Stufe für die Herzbelastung fahren, also Fahrrad fahren. Vorher nicht. 16% habe ich Herzleistung gehabt. 16. Jetzt geht der Herz wunderbar. Also der hat gerade gesagt, sowas hat er nicht gesehen. Sehen Sie, Herr Becker, der Medikament helfen. Wenn der wüsste, hä? Ja, ist das. Ja, das ist das. Also, ich habe es nicht genau verstanden. Also, deine Herzleistung ging von 16% auf was hoch? Da ist kein Prozent gesagt worden. Ach so. Ich habe Infarkt gehabt. Ich habe das nicht gemerkt vorher. Und diesen Stents habe ich 2 Stück gekriegt, weil der Herz, linke Seite, hinten, ist abgestorben. Jetzt ist das besser geworden und was verbessert hat, hat sich auch stabilisiert. Deswegen so versuche ich ganz genau sprechen. Und das ist das, wo ich sagen kann, ja, das kann nur der Omega und der Lemonade sein. Nichts anderes. Tut mir leid, wenn ich es gesagt habe, aber die Medikamente, solche Wirkungen haben die nicht. Die haben Wirkungen für die Leber und die Nieren und so weiter und die Stimmungsstörungen und hast du keine Lust mehr aufzustehen und hast du kein Appetit. Ich war 72 Kilo. Ganz, ganz, ganz dünn.
Jetzt bin ich wieder 80, mehr sogar, 87 sogar. Und wie eben gesagt wurde, auch der Magen ist Löcher gehabt, Haare, 3 Stück, geht durch, dann auch der Essen, auch der Blut. Also ich habe komplett abgenommen. Und seitdem, dass ich die Ergänzungsmittel nehme, ist sowas von Besserungen, ich kann nicht anders sagen. Aber die Gehstörung habe ich noch. Und bin ich schön geworden. War gut, es klingt ja schon mal nach sehr viel Verbesserung, ne? Und du hattest ja schon mal ein paar Sachen erzählt. Hier sieht man halt auch das Phänomen, dass man so ein paar Sachen dann auch wieder vergisst, ne? Die sich dann schon verbessert haben. Und das war zum Beispiel deine Sprachfähigkeit, die hat sich merklich verbessert, ne? Also wenn ich da an die Anfangsgespräche denke, noch bevor du Lemonine genommen hast oder ganz am Anfang, da hast du auch hier noch nicht gesprochen. Also das war noch ein erheblicher Unterschied. Ne? Das müsst ihr anderen mir jetzt einfach mal glauben. Die B-Fähigkeit kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ansonsten auch vom Gemüt her, ne? Merkt man da an dir auch von außen sozusagen Verbesserungen. Ne? Und dann muss man halt sagen, dass natürlich Polyneuropathie offensichtlich eine schwere degenerative Erkrankung erstmal ist, wenn die Ärzte das selber nicht heilen können, ne? Sondern dir lauter Medikamente für alles Mögliche geben, was dir, was dann die Symptome wieder nimmt oder die Extreme irgendwie verhindert, ne? Oder verhindern soll. Und bei dir also aber eigentlich nicht dazu geführt hat, deiner Erfahrung nach. Wir haben es ja schon mal gesagt, mit Medikamente absetzen, bitte immer vorsichtig, das muss immer abgesprochen sein oder sollte. Ansonsten kann das natürlich jeder für sich frei entscheiden. Du hast es eben so entschieden und dann ist aber auch noch klar, dass es, sage ich mal, bei dir jetzt 4, 5 Monate oder fast ein halbes Jahr, ne? Hat es dann im Laufe der Zeit ergänzt noch mit den weiteren Produkten, ne? Hat es erstmal noch mit Lemonine angefangen, ja. Und dann kamen die weiteren Produkte noch dazu, ne? Also das dauert einfach alles ein bisschen seine Zeit. Ne? Man kann auch sagen, dass die Stimmung wechseln ist immer stabil geblieben. Ich war ganz, ganz depressiv. Jetzt geht es mir besser. Ich auf den Tag offener und habe ich auch was vor. Also wenn ich aufstehe, dann tue ich das gern. Ehrlich. Und das gibt Lemonine auch wieder. Ja. Ando, ich hatte eine Frage. Ja. Wie viel nimmst du von den Produkten am Tag? Auch nicht viel. 2 Stück morgen, 2 Stück abend. Du meinst Lemonine jetzt? Lemonine. Und die anderen Produkten? 1:1. Jeden Morgen, jeden Abend. Also 2 Stück am Tag von Omega, Digestive und Immune, ne? Ja, wenn ich habe. Wenn ich nicht habe, dann leider nicht. Aber du bleibst bei den 4 Stück am Tag bei Lemonine, ne? Würde ich gerne mehr haben, aber... Klar. Aber zurzeit nimmst du 4 Stück? 4 Stück. Ja, gut. Das ist gut. Das wollte ich nur wissen. Es ist gut, dass wir das auch noch wissen, weißt du? Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Das ist normal, so 2:2, es ist normal. Sollte mehr haben, aber schaffe ich finanziell nicht, leider. Naja, daran kann man ja noch arbeiten und das tun wir ja auch noch im Hintergrund. Ne? Ja. Aber abgesehen davon, klar sagt die Firma ja auch so als Empfehlung für die zumindest optimale Versorgung, ne? Die Powerhouse-Ration ganz klar und ohne Kompromisse, ne? Und natürlich gibt es Lebenswahrheiten und Situationen, die das anders erforderlich machen. Und da kann man trotzdem vernünftige Kompromisslösungen finden. Ne? Und das haben wir auch beim Chandor zwischenzeitlich und auch mit Übergangshilfe, wie auch immer, sagen wir es mal so. Es ist natürlich möglich, auch unter Umständen noch mehr oder noch schneller mehr zu erreichen, wenn man auch noch mehr, zum Beispiel vor allen Dingen vom Lemonine nimmt. Ne? Und aber auch je nach Problem oder Situation derzeit auch der anderen Produkte. Ne? Klassiker für so ein Beispiel ist immer die Erkältungszeit. Viele haben es schon berichtet, beim ersten Kratzen
oder Husten. Wenn die Probleme anfangen, kann man ruhig 4 bis 6 Immunen täglich einnehmen. Das ist also, dafür ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, dass man auch Wirkung über Dosierung steuern kann. Und das hat dann einfach für diese Situation positive, merkliche Effekte. Ansonsten bei bekannten Magenproblemen und so weiter kann man mit dem Digestive hochgehen oder wenn man zum Beispiel auch Körper umformen will, sage ich jetzt mal, ohne abnehmen zu sagen, denn tatsächlich ist es ein Umformen, ne? Dann kann man mit dem Digestive mehr steuern. Oder viele, die zum Beispiel Thematiken an den Augen haben, wir haben das gehört, an diesem beeindruckenden Beispiel mit der Makuladegeneration, eine Anwenderin, und mittlerweile werden es mehr, die tatsächlich diese Entwicklung zum Stoppen gebracht bzw. verbessert haben, ne? Die Sehfähigkeit, und die ist ja immer leicht messbar, wieder verbessert haben. Ne? Und das haben die geschafft mit 4 Omega täglich, ne? In dem Fall, zusätzlich zu den anderen Produkten. Aber mit der Steuerung, der Dosierung, je nach Schwerpunktthema in der Gesundheit, aber auch was die Produkte angeht, kann man immer auch mehr noch erreichen. Ne? Dazu gerne ein paar Fragen stellen oder euch mit euren kompetenten Partnern in der Umgebung befassen. Ne? Ja. Das neue System wäre so gut. Da kannst du messen, diese MW, wie heißt Nilas? Nilas, oder? Nilas Messgerät gibt es, ja. Na, super, ne? Da kannst du direkt sehen, was mit dir passiert durch die Ergänzungsmittel. Ich habe das durchgehen, also wäre super. Einmal so eine Veranstaltung haben mit dieser Nilas, dass man selber checken könnte, wie das wirkt überhaupt. Ja, tatsächlich bieten wir das ja auch teilweise an im Rahmen der Informationsveranstaltungen live, ne, die also vor Ort irgendwo stattfinden. Das haben wir immer gemacht, wenn die Slavomira zum Beispiel dabei war, und haben 2 Probanden da live gemessen vor der Einnahme von Lemonine. Und dann auch 1 bis 1,5 Stunden nach der Einnahme von 2, teilweise 3 Lemonine, ne, mit mindestens 1 Glas Wasser. Und konnten bei der Messung ein und der gleichen Person mal 2, also schon signifikante Verbesserungen in unterschiedlichen Bereichen des Körpers da einfach sehen. Ne? Das war tatsächlich beeindruckend, ne? Wie zügig der Körper auf so einen Stoff eben reagieren kann. Ne? Nach halber Stunde sogar. Ja, und wie gesagt, manche fühlen das auch wirklich so innerlich. Ne? Sie haben also, sind sehr sensibel für bestimmte Veränderungen oder Vorgänge in ihrem Körper und haben auch schon bestätigt, dass sie wirklich so einfach ein gutes Gefühl schon empfinden, ne? Kurz nach der Einnahme. Also, kann man kaufen oder irgendwie, wie kommt man dazu? Ja, klar, alles kann man kaufen im Leben, ne? Also fast, aber ja. Glaube ich. Es ist eine Frage des Geldes immer, ne? Und so auch hier. Also ich weiß, dass das neu, also ein relativ teures Gerät ist. Ansonsten, ja, ist das natürlich gebraucht, sicherlich auch leichter zu bekommen, aber ich weiß nicht, für eine Einzelperson ist es vielleicht nicht unbedingt erforderlich. Ne? Dann kann man lieber regelmäßig mal bei seinem Heilpraktiker, der das anbietet, sich da mal messen lassen. Ich denke, das steht in einem besseren Verhältnis. Ne? Ansonsten kann du einfach mal auf die nächste Infoveranstaltung mit der Slavomira kommen und dann kann man das auch mal da machen. Kostenlos. Ja, gut, okay. Gell? Okay. Spar dein Geld jetzt zur Zeit für die Produkte, weil das ist eine enorme Verbesserung in 6 Monaten. Das ist allergrößte Spitze hier, was ich höre. Ja? Und deswegen, wenn du dafür Geld hast, hau richtig da rein. Mach ich auch. Ich habe Angst. Also daher, bleib nicht anders. Keine Angst, sei lieber zuversichtlich bei dem, was du schon erlebt hast. Sind wir einfach mal gespannt, was dann noch passiert. Ne? Und das Gute an dir ist, wie gesagt, dass du ja regelmäßig in Überwachung bist, auch der Mediziner, ne? die ja für sich beanspruchen, eigentlich dir am besten helfen zu können.
Und naja, sie wissen jetzt nicht, dass du ihre Medikamente nicht nimmst, aber sie dürfen mitbegleiten, dass es dir eigentlich messbar besser geht. Ne? Und ja, das ist immer schön für uns, das so zu hören. Ne? Ja, klar. Insofern danke dir, Sandor. Gerne. Immer schön, von dir zu hören, Veränderungen und neue Eindrücke. Aber wie gesagt, denk auch dran, an viele Dinge gewöhnt man sich, Verbesserungen. In deinem Fall würde ich es dir nicht raten. Bei normal oder bei Problemen mit weniger Leuten habe ich schon mal empfohlen, ja, lasse doch mal 2-3 Wochen weg. Dann merkst du wieder, was dir gefehlt hat. Ne? Aber bei dir würde ich es dir in dem Fall nicht empfehlen. Ne? Unnötig. Ich die weiß, nimm sie lieber weiter. Du bist ja eigentlich auch begeistert. Ne? Und ja, dann warten wir einfach weiter ab. Ne? Weitermachen wir wieder. Okay. Ja, von euch anderen noch jemand? Ich sehe den Werner zum Beispiel auch mal hier in unserer Runde. Magst du uns vielleicht mal etwas erzählen? Dich haben wir nämlich noch nicht so oft gehört. Geht's oder soll ich dich? Nee, ja, es geht. Ja, hallo Werner, schönen guten Abend. Ja, guten Abend zusammen. Ne? Hallo Alex. Ja. Freut mich. Ja, ich bin ja schon sehr lange dabei. Ne? Und in der Vergangenheit habe ich ja auch immer Nahrungsergänzungsprodukte genommen. Die haben zwar ihre Wirkung gehabt, aber seitdem ich Lamin einnehme, ne, ist das natürlich eine ganz andere Qualität, muss ich sagen. Ne? Also ich kann nachts zum Beispiel wesentlich besser schlafen, muss tagsüber nicht mehr so oft auf die Toilette. Das war auch bei mir immer ein Schwachpunkt gewesen, ne, dass ich so oft die Blase entleeren musste. Und das ist ja, wenn man unterwegs ist, immer sehr unangenehm. Wenn man zu Hause ist, ist es ja kein Problem. Ne? Und ansonsten ist alles viel, viel leichter. Ne? Die Arbeit fällt einem wesentlich leichter. Man hat viel mehr Energie und Power. Ne? Und das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig heutzutage. Ne? Man hat sehr viel Stress und so weiter. Und der Stress wird ja merklich reduziert mit Laminein und Co. Ne? Ich nehme zurzeit 2 Laminein, eine vormittags und eine abends. Also am späten Nachmittag vielmehr. Ne? Das ist eigentlich ganz gut, wenn ich die dann spät nachmittags nehme. Ne? Dann kriegt man abends auch noch ein bisschen was mit von dem Laminein. Da ist man noch mal ein bisschen länger fit. Ne? Und bei Bedarf nehme ich dann noch mal 3 der 4 Laminein. Je nachdem, was ich halt für Herausforderungen habe tagsüber. Ne? Und ansonsten nehme ich bei Bedarf die Immune. Ne? Die Immune, muss ich sagen, wenn ich irgendwie Erkältung spüre, ne, dann nehme ich 3x2 Immune und dann ist es spätestens in 2-3 Tagen verschwunden. Ne? Da gibt es also keine Probleme mehr. Meine ja. Frau, die hat sich letztes Jahr übrigens einen Oberarm gebrochen, die Schulter, ja. Und wir waren gestern in der Uniklinik gewesen. Da hat sich der Oberarzt, der hat sich gewundert, nachdem er die Röntgenaufnahme gesehen hat, dass das alles so gut verheilt ist. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, wir wissen natürlich, woher das kommt und so weiter. Ne? Aber da interessieren sich ja die Ärzte nicht dafür. Ne? Mhm. Die wollen ja ihre Medikamente loswerden. Und jedenfalls hat er dann meine Frau gefragt, ob er das Ganze dann seinen Studenten publizieren würde, weil das außergewöhnlich sei, dass die Knochendichte so stark geheilt ist. Ne? Das hätte er also jetzt noch nicht gesehen. Ne? Das ist also wirklich erwähnenswert, das Ganze. Ne? Mhm. Und das freut uns natürlich, dass wir auf die Art und Weise jetzt wieder, dass die Christine wieder so weit fit ist, ne? Dass das alles so gut verheilt ist, ne? Keine Entzündung und so weiter. Das ist natürlich hervorragend, dass wir das alles mit Laminein erreichen konnten. Da sind wir sehr dankbar. Ja, super. Das klingt echt toll, ja. Und du nimmst es jetzt insgesamt... Jetzt übrigens die Christine, ne? Ah ja, hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Freut uns. Ja. Ja, ich bin diejenige. Ja. Sie sehen auch blendend aus. Bitte? Sie sehen auch blendend aus. Das, was der Werner erzählt hat, scheint auch zu stimmen. Wir können uns ruhig duzen. Ich bin die Christine. Okay, hallo. Ja, hallo. Freut mich. Ja. Hallo. Ja, ist alles sehr gut verheilt. Und Werner hat es ja schon gesagt, ne? Dass es außergewöhnlich ist. Ne? Und da hat ja der Werner gesagt, sie wissen ja auch genau, warum. Da sagt er, ja, sagt er, ich weiß. Aber schnell wieder... ein anderes Thema, ne, und schnell dann wieder raus. Der wollte nichts mehr genaueres wissen. Ne? Okay. Ja. So sind halt die Ärzte, ne? Zuweilen ja. Ne? Darf ich das gerade nochmal sagen? Voriges Jahr waren wir ja schon mal dort gewesen, ne? Im Oktober. Und da hat er ja auch schon gesagt,
dass es recht gut verheilt ist in der kurzen Zeit. Und der Werner hat ja gesagt, weshalb, wieso. Und da hat er trotz allem als Arzt gesagt, ja, erstaunlich, wer heilt, hat recht. Sowieso, das, ne? Das ist da, ja schon immer was, ne? Da hat er mal recht, ja. Ja, da hat er mal recht gehabt. Nee, aber die wollen ja da davon nichts wissen, ne? Ich meine, die brauchen ja die kranken Leute, ne? Aber ich bin ja so froh, dass das alles so gut ist. Ich kann mich ja gut bewegen und alles, also ist alles super, Gott sei Dank. Die Schrauben sind fest, keine Entzündung, ne? Und die Bewegungseinschränkung ist jetzt auch nicht mehr so wie am Anfang, alles gut verheilt jetzt, ne? Und das sind wir wirklich dankbar. Das ist letztes Jahr im Juli ist das alles passiert, ne? War eine schlimme Zeit gewesen, aber dank der Aminai konnten wir das gut überbrücken. Alles. Ja, also besser wie gedacht. Ich bin schon in Depressionen gefallen damals, weil ich gedacht habe, wie wird das alles mit dem Arm, ob ich den überhaupt nochmal bewegen kann, aber die Lamine haben uns doch auf die Beine geholfen, ja. Und super. Auch der Knochen, der hat sich vermehrt sozusagen, ne? Die Schrauben und der Nagel ist fest eingewachsen, ne? Mhm. Also hat sich mehr Gewebe gebildet und alles. Ja, was will man denn mehr, ne? Also mehr Knochen wie vorher praktisch. Ja, ne? Mehr Knochen. Ja. Ich habe es ja selbst gesehen auf dem Bildschirm. Ist schon erstaunlich, ne? Ja, das zeigt wieder oder das weist wieder diese Aussagen nach, ne, dass es wirklich jede Zelle des Körpers erreichen kann und auch jede Zellart des Körpers verbessern kann, ne? Bis hin zum Knochengewebe. Ne? Ja, ja. Super, das ist schön. Das ist wirklich ein Wundermittel, also kann ich nur bestätigen. Nein, es ist nur wunderbar, es ist kein Wundermittel. Ja, ich weiß. Wenn ich dich da mal korrigieren darf. Okay? Für uns ist es ein Wundermittel, ja. Ja, darf es auch sein, alles gut, ja. Schön. Vielen Dank und schön, dass wir dich auch mal sehen und hören durften. Gerne. Live. Ich bin im Hintergrund. Ja, schön. Also, du wirst ja Alex nochmal kennenlernen, demnächst, denke ich, ne? Wenn ich wieder im Westerwald bin, ne? Und dann fährst du einfach mal mit, ne? Ja, okay. Bei der nächsten Veranstaltung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ne? Danke, Christine, ja. Danke euch auch, ja. Genau, ciao. Wie gesagt, bei der nächsten Infoveranstaltung einfach gerne mal mit dabei sein. Dann ist es noch ein bisschen geringfügig anderes Gefühl vielleicht. Ja, ansonsten frage ich nochmal in die Runde. Möchte von euch sonst noch jemand was erzählen heute, was beitragen? Ganz kurz, vielleicht noch zur Ergänzung OP. Meine Frau hatte ja im Januar eine Schulter-OP, die zweite Schulter schon, also die zweite Seite. Und die ist jetzt noch krankgeschrieben und sie hat schon ein schlechtes Gewissen, dass sie noch nicht auf Arbeit geht, weil es ihr so gut geht im Vergleich zu. Das ist gut. Ich hatte es auch schon mal kurz erwähnt, bei einer der letzten schon etwas länger zurückliegenden Veranstaltungen. Es ist also wirklich erstaunlich. Es ist natürlich der Vorteil gewesen, es war wirklich nur eine Kalkablagerung und eine Verengung der. Also in dem Fall kein Sehnenabriss oder so, aber es ist wirklich erstaunlich schnell verheilt. Und da ich jetzt gerade mal hier am Reden bin, noch mal eine kurze Frage. Mhm. Kürzlich auf einem kleinen Umtrunk, den wir auf Arbeit gemacht haben, natürlich mit alkoholfreien Sekt, hatte ich meine Kaffeetasse in der linken Hand und da stand ein Kollege neben mir und sagt, Mensch, ich bewundere dich, dass du die Kaffeetasse so ruhig halten kannst. Ich sage, wieso? Ja, guck mal, sagt er. Und dann hält er seinen linken Arm so ein bisschen ausgestreckt und da fängt er an zu zittern. Das ist also ein Tremor, so nennt sich das. Mhm. Frage, gibt es da im Rahmen der Erfahrungsaustausche irgendeine Erfahrung? Weil es muss ja auch irgendeine Nervengeschichte sein. Ja. Mhm. Also ich habe das schon mal gehört. Erstens mal die Krankheit, zweitens mal auch hier in Bezug auf unser Thema. Aber ich kann dir jetzt da keine konkrete Erfahrung zu nennen von jemandem. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, das war auch meine klare Vermutung, auf jeden Fall eine nervenrelevante Erkrankung oder Erscheinung. Ne? Und aber abgesehen davon kannst du ihm einfach empfehlen, wenn er sich was richtig Gutes tun will, dann soll er das Powerhouse probieren und dann ist er gut abgesichert. Und dann brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen, was er nun wirklich wie auch immer hat. Ne? Da kann es auf jeden Fall, da kann er viel erreichen. Ne? Ansonsten
ist Lemminal immer hilfreich bei sowas und Omega. Ne? Omega ist immer relevant für nervenrelevante Geschichten, also unser Omega gegen den anderen Inhaltsstoffen. Darf ich was sagen? Ja. Mein Hausarzt hat das festgestellt bei mir auf der linken Hand. Und es stimmt wirklich. Ich habe da wie heißt das, die Krankheit, also zittert die ganze Hand. Mhm. Kann ich den Kaffee gar nichts mitnehmen, nur mit zwei Hand. Mhm. Auch weg. Ich sag's dir. Tremor wäre das ja dann, oder? Ja. Und ganz zittert, die ganze Hand oder nur die Handfläche. Ganz langsam fängt an und dann immer stärker. Jetzt langsam geht er komplett weg. Gut, dass du gefragt hast. Gut, dass du gefragt hast. Es hat gar nicht gefallen. Super. Danke, ja. Sandor. Das ist eine sehr gute Ergänzung. Und noch was. Ich weiß, dass wir schon Erfahrungsberichte hatten über die Wirkung bei Alzheimer. Genau, so ist es. Das weiß ich, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe das Dokument gewälzt und habe auch das durchsucht. Da war Alzheimer leider nicht erwähnt, weil das wäre für mich auch im Moment mal interessant, da einen Ausschnitt zu finden, wo, sagen wir mal, direkt ein kleiner, kurzer Erfahrungsbericht. Ich bin dazu gekommen, weil ich bin so kennengelernt habe, der Laminein. Es gibt ein Video auf dem Internet, die Polyneuropathie. Dieser Mann hat das Video auf die YouTube gestellt. Ich habe das gesehen und daraufhin habe ich Laminein Zugang gesucht, ehrlich gesagt. Und er hat selber erzählt, erstmal so zittern und alles anders, sogar die Knie. Hast du das Gefühl, das hört dich nicht? Also es ist eine Nervenkrankheit. Bonn-Venusberg haben mich besucht, weil er wahrscheinlich Alzheimer-Krankheit habe. Und dann haben wir festgestellt, es ist die Anfangszeit, aber nicht ganz. Es könnte anders sein. Und so bin ich Polyneuropathie. Ist so. So habe ich angefangen. Ja, hier im Chat steht noch, dass es halt auch mit Parkinson zu tun hat wohl, ne? Aber das sind ja alles, sage ich mal so, Erkrankungen dieser Art, ne? Also Nervenerkrankung bei Parkinson oder Alzheimer ist man sich ja, glaube ich, auch aktuell sogar noch am Streiten, wie das überhaupt entsteht, ne? Und da wird zum Beispiel auch viel bestimmten Bakterien im Körper und der Umgang desjenigen damit in Verbindung gebracht, also deswegen, ich würde es jetzt nicht unbedingt auf ein Produkt von uns hier runter reduzieren. Also da kann man wirklich helfen mit dem Gesamtspektrum. Ne? Genau. Und gut, offensichtlich gibt es schon ein paar Erfahrungswerte in unterschiedlichen Richtungen, hatten wir ja jetzt. Aber das geht so alles in diese ähnliche Richtung, ne? Von Krankheiten. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schließen wir die Runde für heute. Wir haben uns schön ausgetauscht, fand ich. Nochmal vielen, vielen Dank an die Tina für ihren super tollen Vortrag, der uns einleitend hier nochmal unseren Gesamtüberblick über die Produkte und ihr das Spektrum der Möglichkeiten gebracht hat. Wenn überhaupt, dann waren das nur Versprecher, die da zu kritisieren sind, haben wir ja gehört. Und das ist der Rede nicht wert. Ne? Das passiert jedem, der mal live vor anderen so spricht. Ne? Aber vielen Dank noch, Martina, hast du toll gemacht und das bringt immer was, das wieder mal zu hören. Ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich in 2 Wochen wieder. In 2 Wochen sind wir wieder von unserem Team aus hier dran. Da haben wir auch schon mal ein Spezialthema und zwar die Anspannung des Körpers, also was Stress mit dem ganzen Körper und dem ganzen Organismus, aber auch die innere Anspannung in Ursache sozusagen anrichten können in dem Körper und wie wir gut mit unseren Produkten dagegen anarbeiten können. Das haben wir heute auch vielfach schon gehört. Und zwar werden dazu Ingo und Ursula Reinhardt kurz referieren. Freut euch darauf, das wird bestimmt auch wieder spannend.
Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, eure Erfahrungen wieder zur Verfügung stellt und natürlich auch neue Leute mit reinholt. Wir haben jetzt viele neue Leute in letzter Zeit dazu gewonnen, die das probieren. Ermutigt die, hier auch mal dabei zu sein, das zu erzählen. Da haben alle was von und wir sehen uns alle mal wieder und sehen, wie viel besser es uns auch wieder geht. Ne? Alex, noch eine Frage an dich, bitte. Ja. Kommt die Aufzeichnung des Webinars von heute auf Facebook rein? Die kommt, wird auf YouTube hochgeladen in meinen Kanal und den Link, den poste ich dann immer in den Facebook-Medien. Ne? Alles das klar. Kriegst du mit. Das kriegst du also mit. Okay? Alles klar. Vielleicht noch heute Abend, ansonsten spätestens morgen. Vielen Dank, ja. Gerne. Okay, ihr Lieben, dann, wie gesagt, gerne in 2 Wochen. Ansonsten habt euch wohl und wir sehen uns. Macht's gut. Schönen Abend noch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.